Aloha, ich grüße euch. Ich nehme euch mit durch in Action und zeige euch die aktuellen Wochenangebote ab dem 14.8. und ein bisschen mehr und ein Haul. Und jetzt geht's auch schon los. Da haben wir für 8,95 eine Bettdecke und daneben ein Kopfkissen. Das ist von Hotel Royal und das war so richtig schön soft, so Memory Foam. Ich glaube, das steht auch oben drauf. Da filme ich jetzt hin. Wenn es heute ein bisschen unrund ist, ich habe einen neuen Selfie-Stick, wir müssen uns erst noch anfreunden. Dann haben wir für 5,95 die Gnome, die Herbstgnome zum Hinstellen. Die sind recht groß, ich denke mal so 30, 35 cm. Dann diese Leuchtpilze für 3,39 €. Ja, in Grün, in Rauchglas, in so einem Braun. Ich glaube, klar war auch dabei, aber hier nicht. Gibt es aber, glaube ich. Ja, ganz hübsch. Ja, dann Eichhörnchen 3,99 € aus wie so Stroh. Einmal hat es einen Fliegenpilz, dann einen Kürbis oder eine Eichel in der Hand. Dann diese süßen kleinen Pilze für 65 Cent. Ja, in Naturfarben, in dunklem Holz und in Weiß. Verschiedene Formen, schön zur Deko. Dann für 3,99 € die drei Dochtkerzen. Verschiedene Duftrichtungen, da waren ordentlich viele da. Da unten geht es nämlich weiter. Ne, in Grün, in Rosa, in Gelb. Dann haben wir für 3,99 € ein siebenteiliges Set mit Vorratsdosen. Verschiedene Größen, alles in einer großen Box drin. Und daneben das Set in klein mit vier Teilen drin. 1,99 €. Dann für 3,99 € ein richtig schweres Schneidebrett in Rot, in Grün, in Hellblau und in Weiß. Und dann den Sonnenschirm für 7,95 €, so für einen Strand oder einen Balkon, ne, in Weiß-Rot gestreift. Dann nochmal Vorratsdosen, 5,85 €, ich habe gerade nicht aufgepasst, 13-teilig, einmal mit blauem Deckel und einmal mit so einem anthrazitfarbenen Deckel. Da habe ich euch mal die Größen. Einfach auf Stopp machen, Bild groß machen, dann könnt ihr die verschiedenen Größen sehen. Und dann nochmal eine Vorratsdose. Durchsichtig, Plastik mit Bambusdeckel für 2,99 €. Und dann haben wir einen Spritzschutzdeckel für die Pfanne oder für einen großen Topf, 2,49 €. Und dann gibt es hier Pfannen in Weiß, in so einem Hellblau und in Grau für 7,95 €. Muss ich leider sagen, fühlte sich nicht sehr wertig an. Und neben mir war eine Kundin, die hier hob die Ohren. Oh nee, ist nichts. Also das war genau mein Gedanke. 6,95 € für eine etwas kleinere Pfanne. Sehen halt hübsch aus, aber ich weiß nicht, ob die was taugen. Und ein Stieltopf, auch in Grau, Blau und Weiß für 5,95 €. Für 3,99 € eine Kartusche. Und zwar, jetzt kommen ganz, ganz viele Sachen. Montagekleber. Ich kann es alles gar nicht lesen. Was es halt so gibt für Kartuschen. Verschiedene Preise, 2,29 €, 3,29 €. Ne, für Fugenmasse, für alles Mögliche. Was ist da für Acryl? Dann haben wir Holzkleber im Angebot, 2,29 € von Paddex. Eine große Pulle. Und das war ein Kontaktkleber. Dann so ein Montageband für 2,29 €. Ihr seht, ich bin da so ein bisschen am Struggeln mit meinem Selfie-Stick. Wird nächstes Mal bestimmt besser. Dann haben wir uns angefreundet. Ich weiß auch nicht, warum ich da so lange drauf filme. Naja. Dann daneben auch für 2,29 €. Das war Kraftkleber. Oder da kommt Kraftkleber. Ich weiß, also verschiedene Klebesachen. Und für 1,69 € von Patex. Der Sekundenkleber. Dann haben wir diese süßen kleinen Leuchtetierchen. 1,39 €, ein Dino, ein Fuchs, ein Bärchen und ein Einhorn. Oh, so niedlich. Ich bin stark geblieben. Ich bin wirklich stark geblieben. Ich habe das Einhorn nicht mitgenommen, obwohl es schon niedlich ist. Ne? Ach, es ist so süß. Aber ich muss erstmal aufräumen. Aber es ist echt niedlich. Ne? Mit LED-Beleuchtung leuchtet halt ein bisschen. Süß. Sehr, sehr niedlich. 1,39 €, verschiedene Ausführungen. Ja, dann so Duftstäbchen für 1,99 € in so einem Altrosa.
Verpackung und hinten gab es auch noch grün, also verschiedene Duftrichtungen. Ne? Drei verschiedene Duftrichtungen, ja, vier sogar, da hinten waren noch andere, für 1,99. Dann gibt es eine Barbie-Puppe für 2,79, also keine Original-Barbie, sondern ne, was Nachgemachtes. Und für 99 Cent super tolle Kleider für die Barbie. Mega. Finde ich total klasse. Toll. Und eine einfache Luftmatratze in Blau, in Grün oder in Pink für 2,49. Dann haben wir Luftballons für 82 Cent. Neonfarben, 12 Stück sind da drin. Da gab es verschiedene, ich glaube noch Metallic oder das waren, nee, ich glaube das waren Metallic. Und ja, ich habe ein bisschen gewühlt, aber jetzt nichts anderes mehr gefunden. Dann für 1,44 ein ja, Magical Scratch Pad, einmal mit Gold, das kann man so wegkratzen, Roségold und in Silber Holo. Ja, ist ganz nett, mögen Kinder ja besonders. Ich weiß jetzt nicht, ob da Muster drunter waren, ich denke mal nicht. Ich denke mal, es ist einfach so, um das frei zu gestalten. Dann Play-Doh, verschiedene Ausführungen, 3,79, so eine Slush-Eis-Maschine, ein Hundefriseur, normaler Friseur, also richtig coole Sachen, finde ich ein tolles Mitbringsel. Knete geht bei Kindern immer. Für 2,39 Euro eine Dokumentenmappe, verschiedene Ausführungen, rosa, grün, schwarz, also außen mit verschiedenen Mustern. Dann ein Schulheft, ich glaube, das war 49 Cent, genau. Dann Spannbettlaken, verschiedene Größen, 5,95, ich glaube 4,95, 3,95, 5,95 war die Übergröße mit 2,20 Meter und ich glaube 3,95 war das Einzelbett oder 2,95, komme ich gleich hin. Ich kann mir das nicht alles merken. 2,95 war das Einzelbett, 90 mal 2 Meter. Ja, verschiedene Farben, weiß, grau, rosé, in diesem Grün und in Schwarz. Qualität kann ich nichts zu sagen. Habe ich nicht. Dann, ja, Badelatschen, 6,49 Euro von Umbro in Lila, in Rosa und in Schwarz mit diesem Umbro-Zeichen drauf. Dann für 7,95 ein Rucksack. Ja, F ist Rucksack, ne? Aber viele Taschen drin. Ja, ja, dann Söckchen, Sneakersöckchen in Weiß und in Schwarz, 1,38 Euro, zwei Paar. Auch noch mal und hier haben wir verschiedene Kabel, 7,95 €, 2,49 €, ich glaube das war USB-C, ich weiß es nicht, da kenne ich mich so gar nicht aus. Dann für 3,95 € so ein Adapter fürs Auto, um das Handy zu laden, wer einen Zigarettenanzünder hat, und dann einmal so ein Stecker, 12,95 €, wo auch dann verschiedene ja, Löcher drin sind, um was zu laden. Ich weiß nicht, wie ich das ausdrücken soll. Im Moment ist aber schlimm. Oh. Dann haben wir so eine Lockencreme für 1,69 €. Dann Shea Butter, ein Conditioner. Und hier war auch nochmal, ich glaube, das war eine Kur. Dann für 9,95 € von Medisana so ein Nageltrocknungsgerät. Dann Gellacke, da war aber nicht mehr viel da, 1,29 € und normale Nagellacke für 89 Cent. Dann für 4,89 € Sonnenmilchspray mit 30er Lichtschutz, für 3,99 € das normal aus der Tube, 30er und 50er und ein Sonnenölspray für 4,99 €. Und da haben wir Trockenshampoo für 2,19 €, verschiedene Sorten. Dann, da stand Turnschuhe, also sind irgendwie diese kleine Kinderschuhe für 2,99 € in Beige und in Weiß. Und dann haben wir einen Turnbeutel für 1,99 € mit Spider-Man, mit Paw Patrol. Und ein Einhorn war, glaube ich, auch noch dabei. Na, da. Paw Patrol, nochmal Paw Patrol, in Rosa, in Blau, in Dunkelblau. Das Einhorn. Ja, dann gab es Schlüppis für 1,58 € in Grau, in Schwarz und Weiß war auch dabei. Und hier Boxershorts, auch 1,58 € für Frauen, auch Weiß, Grau und Schwarz. Und dann dieses Bustier für 2,38 €, da habe ich schon zwei oder drei Stück. Ich finde die ganz gut. Hier haben sie
Die in Weiß, in Grau, in Schwarz, in Rosé. So, sorry fürs Bellen. Dann eine elektrische Zahnbürste, da stand kein Preis dran. Und die Nachfüller, die Aufstecker für 1,49. Dann eine Zahnpasta, war auch kein Preis dran. Und dann haben wir einen Rasierer für 4,99 von Wilkinson. Und da auch, ist das auch ein Rasierer, sind das nur die Nachfüller? Ich weiß nicht. Ich habe nicht aufgepasst, sorry. Und davon Bübchen für 1,29, Be Cool. Da gehe ich ganz nah dran, dass von Bübchen ist. Ich habe nicht dran gerochen, sah nett aus. Hätte ich meinem Sohn gekauft, wenn er noch kleiner gewesen wäre. Dann nochmal Sonnenspray für 3,49 oder 2,99, je nach Lichtschutzfaktor. Und guckt mal da, diese tollen runden Bilder. Ich finde die mega, die würden bei uns so gut reinpassen. Oh, toll, finde ich total klasse. 6,95 Euro. Da musste ich auch echt an mich halten, dass ich die nicht mitnehme. Ich muss erstmal einen Platz suchen. Und vielleicht gibt es die dann nicht mehr. Aber schön. Ich finde die total schön. Und ein drittes habe ich noch gefunden. Guck mal. Aber ist ja Geschmackssache. Also ich finde die toll. Sehr, sehr schön. Ja, bei der Wolle nichts los. Trotzdem habe ich es gefilmt. Und jetzt kommt einmal dieses Stickgarn. Hat ein neues Gewand. Da kommen wir jetzt gleich hin. Einmal Linksschwenk. Genau. Ich weiß jetzt nicht, was da neu ist. Also das, die Verpackung ist auf jeden Fall neu. In Pastellfarben und in kräftigen Farben. Toll, ne? Und dahinter waren nochmal auch die Pastellfarben. Aber ich glaube, das vordere ist die neue Verpackung. Ja, dann haben wir Kartenrohlinge. Drei verschiedene Sets habe ich gefunden. Zwei zeige ich euch gleich in Kraftpapier. Jeweils 12 Kartenrohlinge und 12 Umschläge. Ja, für 99 Cent kann man da absolut nichts falsch machen. Mega. Na, da gucke ich nämlich, gibt es da verschiedene? Ja, und es gibt die rechteckigen halt in zwei Größen. Und ich habe nur das große, das hatte ich letzte Woche aber schon gekauft, zeige ich euch gleich. Ich hätte mir das kleine sonst auch noch mitgenommen, wenn ich es im Kopf gehabt hätte. Ja, dann gibt es neu diese Körbe, 1,79, das war der letzte. Die gibt es in verschiedenen Farben von Curva. Ich finde die sehr, sehr hübsch. Und ich glaube, die gibt es in drei verschiedenen Größen. Zwei waren jetzt da. Hier oben der große noch für 3,99. Das waren 19 Liter. Da unten der kleine war 3 Liter. Na, wenn mich was interessiert, kann ich mir das auch merken. Cool, ne? Muss ich mich mal selbst loben. Ja, sehr, sehr hübsch. Finde ich toll. Ja, guck mal, für 2,79 gibt es wieder die Kerzen im Glas mit Kerzenständer obendrauf. Toll. Ja, dann bei den Kunstblumen gab es einmal diese Tannenatzeln. Baumscheiben, nochmal Baumscheiben, verschiedene Preise, 99 Cent, 1,49 und hier verschiedene andere Naturmaterialien, auch nochmal Scheiben, dann, ich weiß nicht, was das für eine Frucht ist, und hier kleines Reisig für 79 Cent, sehr, sehr hübsch. Und guck mal, das tolle Regal in der Küchenabteilung, 2,99, ein tolles Metallregal, mega. Da muss ich auch an mich halten. Naja, dann für 2,99 von Dirt Devil, so ein kleiner Wischmopp, so ein Mini. Oh, das wäre ja auch bald wieder in meinem Wagen gelandet. Nein, das kann man so zusammendrücken. Dann wird das ausgefrungen. Fand ich total nett. Aber ich habe es da gelassen. Wie gut. Gut. Ich habe ja alles. Naja. Ich wollte es euch zeigen. Dann diese tolle Auflaufform in Weiß oder in Grau, zweigeteilt. Finde ich total cool. Ich muss mal gucken, also im Moment habe ich genug, aber wenn mir eine kaputt geht, dann würde ich mir so eine holen. Dann haben wir die tollen Kinderbecher für 2,49 oder einfach Becher. Ne, zweiteilig, ja, als Fuchs, als Bär oder als Tiger. Unten der Körper und oben das Gesicht. Und hier tolle Teelichthalter in Beige und in Weiß, so wie Häuser, für 2,99. Hübsch, finde ich total hübsch. Ja, und hier Platzhalter für Weihnachten. Das haben die immer, wenn Saisonwechsel ist. Dann machen die schon mal Platz und tun einfach die Boxen dahin, weil das ist schnell weggeräumt. Mega. Ich freue mich. Ja, in der Schmuckabteilung 1,62 eine Halskette mit 4 verschiedenen Charms dran. Die kann man auch zum Basteln nutzen. Guck mal. Ne, wenn euch davon was gefällt, kann man schön zum Basteln nutzen. Und ich finde das für 1,62 auch vollkommen in Ordnung. Müsst ihr mal gucken in der Schmuckabteilung.
Da sind auch schon mal schöne Sachen. Ja, 1,62. Ja, dann Halloween. So, das war so ein Malbuch, dann ein Spinnennetz. Und das waren diese Tüten. Da gibt es aber noch mehrere von, habe ich in Holland nämlich gesehen. Ne, für, so zum Süßigkeiten sammeln. So Tütchen. Und dann hier so Gipsfiguren zum Anmalen. Für 2,49 Euro. Verschiedene Ausführungen. Das war, glaube ich, Diamond Painting. Genau, da kann man diese mit Lampe, meine ich. Das, ich weiß nicht mehr, weil Halloween, naja, das war so ein Scratchbook. Und hier nochmal ein Malbuch oder Activity-Buch. Dann für 4,79 verschiedene, ja, Hinstellerchen, Deko-Elemente für Halloween oder für Horror. Da für mich so ein bisschen, na, was da alles so gibt. Es tut mir leid, die Hunde, da haben wir einen tollen, ja, Halloween, Kürbiskopf, ein Lampignon, Lichterketten und hier so, ja, Baumhänger, die man irgendwo hinhängen kann, Gespenster, Kürbis, finde ich total witzig. Ja, da hat irgendeiner die Blumen draufgeschmissen. Das ist jetzt eine Fummelei. Oh, warum kann man die nicht wieder an Ort bringen? Ich verstehe es nicht. Also die Blumen gehören da nicht hin, sondern das sind Lichterketten, Gespenst, Kürbis, Totenkopf und noch irgendwas. Ich weiß nicht mehr. Fledermaus, das Lilane. Da zeige ich es euch ein bisschen. Nee, Spinne. Ist eine Spinne, oder? Ja. Ja. Dann für 13,95 so ein Kürbis mit Armen, der bewegt sich auch. Dann so Horrorkerzen, Hinstellerchen. Und hier auch nochmal ein Kerzenleuchter mit einem Skelett. Und Kürbisse, eine verschiedene Ausführung für 4,89 €, ja, mit LED beleuchtet. Ne? Finde ich auch ganz nett. Hat man nicht das Gematsche vom echten Kürbis. Ja, hier geht es weiter. Dann haben wir so eine Hexe, die bewegt sich auch. Und ich glaube, die macht auch Geräusche. Dann die kleinen Halloween-Wichtel. Also ich stehe ja nicht auf Wichtel, aber die sind niedlich. Die gefallen mir gut. 1,99 €. Ja, dann Nussknacker für 3,99 €. Auch, ja, verschiedene Sachen. Ne? Halloween, Skelett, Dracula, ist das Frankenstein? Ja. Dann für 1,39 € kleine Kerzen, Kürbis oder Bu. Auf dem einen war eine Fledermaus und da einmal ein Gespenst. Ne, in grün, orange, grau oder weiß. Dann für 1,79 €, das fand ich ja mal mega. Richtig cool. So Pappdeko, ein Kronleuchter, Kürbisse, Hexenhüte. Ich zeige euch das jetzt. Weil ich fand das wirklich auch für den Preis richtig toll. Für eine Halloween-Party. Guckt mal, was da alles drin ist. Mega, oder? Ich fand's toll. Ja, daneben haben wir 3D-Aufkleber für 57 Cent. 3 oder 4 verschiedene Sorten gab's. Ja, da bin ich gerade am Sortieren. Genau. Oh, ich finde die ganz hübsch. Aber ich kann mit Halloween ja so nichts anfangen. Die Katze, ist die nicht niedlich? Total süß. Sehr, sehr schön. Ja, dann Folienballons, auch verschiedene Ausführungen für 89 Cent. Ein Kürbis. Spinne. Dann für 1,39 € so ein Türvorhang. Oder kann man ja auch woanders hinhängen. Guck, das finde ich ja ganz nett. Ne? Muss ja nicht immer gleich Horror sein. Kann ja auch ein bisschen niedlich Horror sein. Aber auch da sind die Geschmäcker verschieden. Und hier auch kleine, ich weiß nicht, ob das Aufkleber sind oder Pappausschnitte, die Vögel, Fledermäuse und Mäuse und Ratten, das suche ich euch jetzt nochmal raus. Die gibt es eigentlich jedes Jahr. Ne, da, das finde ich ganz niedlich. Die Mäuschen oder Ratten, beides süß. Dann Pappteller mit Halloween daneben. Dann Haarreife mit verschiedenen Aufsätzen. Dann, die liegen auch falsch, die Masken kommen nicht daneben. Da gibt es Halloween-Perücken, verschiedene Ausführungen. Und da kommen dann die Masken für 1,99 €. Dann Fingernägel, dann verschiedene Accessoires
so eine Hakennase oder Teufelsohren und hier ein Kostüm. Das war so eng gestopft, konnte ich euch nicht weiter zeigen. Da gibt es mehrere Ausführungen. Ich filme da gleich mal um die Ecke. Ein anderes war auf jeden Fall noch da, aber ich konnte da nicht wühlen, es ging nicht. Ja, und da haben wir die Tüten, die zeige ich euch noch ganz zum Schluss, da habe ich mich schon fast verabschiedet, deswegen bis zum Schluss dranbleiben, lohnt sich immer. Ja, und das gibt es wieder, finde ich total cool, da habe ich die Heißluftfritte drauf für die Kaffeemaschine oder Teemaschine, mega. Ja, Aloha nochmal persönlich, vielen lieben Dank fürs Zuschauen bis jetzt. Jetzt gibt es ein Mini-Haul und es gibt neue Die-Cuts-Sets bei Action. Aber noch nicht in der Filiale in Deutschland, auch noch nicht in den Niederlanden. Ich habe ja so meine Quellen und also ich habe es selber auch noch nicht. Oje, oje, oje. Ich hätte es natürlich gern. Ich bleibe für euch am Ball, sobald ich sie bekomme. Aber ich habe auf jeden Fall schon mal Fotos und das eine Foto zeige ich euch jetzt. Und es gibt 6 verschiedene Sets. Könnt ihr euch drauf freuen. Kostet irgendwas unter 80 Cent, müsste ungefähr. Es kommt. Also macht die Leute nicht scheu. Es kommt. Aber gerade im Moment noch nicht. Ne? Das ist halt nur so eine kleine Sneak Peek, eine kleine Vorschau. Und ich blende euch jetzt die Bilder ein. Ja, also ich freue mich total darauf, bin gespannt, wann es endlich kommt. Und ich habe mal geguckt bei meinen Videos von letztem Jahr. Emmy. Emmy ist natürlich auch am Start. Und Emmy und ich würden uns natürlich total freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, wenn ihr mir ein Däumchen da lasst und einen netten Kommentar. So. Ja, heute ist vielleicht auch das Licht ein bisschen anders. Ich finde mein Stativ nicht. Ich denke, mein Sohn hat das gemopst. Keine Ahnung. Deswegen heute ohne extra Beleuchtung auf meinem neuen Handystick. Deswegen war es heute vielleicht auch ein bisschen wackelig. Hier ist die Emmy. Ne? Emmy und ich würden uns richtig dolle freuen. Ne, Emmy? Ja, altes Mädchen hier. Naja, ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf die Die-Cuts. Und wo bin ich stehen geblieben? Ah, so, genau. Letztes Jahr um diese Zeit. Das war so Ende August, so ich glaube 21., 22. August, da kamen die ganzen Weihnachtssachen, Washi-Tape, Lux-Paper-Blöcke, Die-Cutting, nicht Die-Cutting-Blöcke, Card-Making-Blöcke und die Weihnachtsblöcke. Das war alles so ab Ende August. Klar, nicht in jeder Filiale. Ich weiß auch nicht, ob ich Glück habe, aber auch das ist, ich fahre ganz oft, ich fahre nicht mehr so oft wie früher, aber ich fahre ganz, ganz oft auch nach Holland. Ich recherchiere fast täglich bei verschiedenen Quellen. Ich habe natürlich auch Leute, die mir was zuspielen. Vielen lieben Dank dafür. Und es ist wirklich Arbeit. Es ist nicht einfach mal, oh, wir gehen mal in Action und Film, sondern es ist auch ganz, ganz viel Recherche bei. Möchte ich einfach nur mal betonen. Und habt Geduld, es kommt. Und jetzt wackelt es, weil Emmy über den Tisch geht. Entschuldigung. Jetzt kommen wir zum Haul. Ja, Entschuldigung nochmal fürs Licht. Ich habe jetzt alle Lichtquellen, die ich hier habe, an. Es tut mir leid. Und das Gefilme, wie gesagt, ich habe einen neuen Selfie-Stick und da musste ich ein bisschen mit üben. Deswegen war es vielleicht heute ein bisschen ruppig, aber ich denke, das ist ja mal auf hohem Niveau. Ja, meine Hand-OP habe ich gut überstanden. Ich habe noch ein kleines Pflaster. In anderthalb Wochen werden die Fäden gezogen. Bis jetzt alles gut gegangen. Jetzt müssen wir aufs Ergebnis warten. So, jetzt aber, wir sind beim Action-Haul. Ja, lang bin ich drum rumgeschlichen. Das ist auch nicht neu. Das Sketchbook. 2,99 €. 50 Seiten, 280er Grammatur. Und ich denke, nein, du kaufst es nicht. So ein Flecken ist egal. Ne? Also Blanko, schönes Papier. Und zwar, weil ich habe nämlich Neuzugänge. Ich habe, das ist jetzt nicht Action, nur ne, dafür, also für meine ganzen Ephemera-Books. Dafür. Und natürlich für alle, die ich schon habe. Und natürlich auch mein London. Ja, dafür brauche ich das, weil ich habe ja nicht so viel Platz im Bullet Journal.
Und mir macht das so einen Spaß und deswegen durfte dieses Sketchbook mit. Da werde ich ein paar Collagen machen, weil das wirklich, oh, es ist so schön, es ist so schön. Ja, dann habt ihr im Haul gesehen, es gibt neue Kartenrohlinge. Erst habe ich überlegt, so, ich denke, ach nee, doch, für 99 Cent. Und es gibt meines Erachtens 3 Sets. Einmal diese, sind immer 12 Karten und Umschläge dabei. 250er Grammatur und die Umschläge müssten 150er sein. Wir packen gleich mal aus. Und zwar gibt es dieses quadratische Set, dieses große mit 12 mal 15 mal 15. Wieso 12 mal 15? Nein, 12 mal 15 mal 15. Also 12 Kartenrohlinge und Umschläge 15 mal 15. Und dann gab es die ja noch in kleiner. Das hatte ich euch eben gezeigt. Und dann hier einmal die Umschläge und die Kartenrohlinge. Auch 250er Grammatur. Das ist A6. So. Ich packe jetzt nur die aus, weil die anderen sind halt normale Kartengröße. Ja. Dass ihr einen Farbunterschied seht, wie man das in dem Licht sehen kann. Und dann sind halt die passenden Umschläge dazu. Na, ob man das so nutzen möchte oder für Mini-Alben, das ist ja total egal, ne, wie man das möchte. Und wie gesagt, ich habe jetzt 3 verschiedene gesehen. Ich habe aber auch nicht großartig gewühlt. Nur, dass es das hier, dieses quadratische, halt auch nochmal in kleiner gibt. Falls man nicht so eine große Karte verschenken möchte oder halt einfach eine kleinere braucht. Warum auch immer. Jo. Ja, das war's. Mehr habe ich nicht mitgenommen. Ich wollte mir eigentlich dieses kleine Einhorn mitnehmen, die ist für 1,39 aus dem Angebot und ich habe es liegen lassen. Ich bin wirklich, ich bin hinterher nochmal hin, ich denke, nee, ich habe davon so viel und wohin noch und ich muss erstmal weiter aufräumen, geht nicht. Genauso wie dieses tolle Metallregal, habe ich auch nicht mitgenommen, 2,99, aber ich weiß nicht, ob ich da standhaft bleiben kann, auf sowas stehe ich ja, ne, total. Naja, so, ihr Lieben, das war's. Kurze Info für diejenigen, die bei meinem letzten, ich weiß gar nicht, auf jeden Fall, ich sag mal, die Washi-Sets von mir bekommen oder die Washi-Post. Ich habe noch nichts rausgeschickt. Ich warte nämlich noch auf Post von The Washi Tape Shop. Das kann so ungefähr noch eine Woche dauern und dann muss ich mal noch sortieren. Wie gesagt, jeder von den 3, die wissen auch schon Bescheid, bekommen einen normalen Umschlag mit ein bisschen Washi-Tape von mir. Also vielen Dank für eure Geduld und es kommt. Ich schreibe dann auch eine Mail, ne, je nachdem, wie ihr mich erreicht habt. Einmal per WhatsApp und zweimal per Mail bekommt ihr dann Bescheid. Ja, ihr Lieben, das war's. Ich hoffe, ihr schaut wieder rein. Würde ich mich total freuen. Abo, alles habe ich eben schon gesagt. Wisst ihr ja. Ne? Bedanke ich mich. Vielen lieben Dank. Ihr merkt schon, ich kriege wieder kein Ende. Es wird Zeit für ein Live. Ich muss viel öfter ein Live machen. Aber ja, die Zeit, die liebe Zeit. So. Das war's. Oh Gott, grande Katastrophe. Ja, ihr Lieben, was man nicht im Kopf hat, ne? Ah, das hatte ich letzte Woche schon geholt in Holland. Die kosten hier 85 Cent, habe ich euch, glaube ich, eben gezeigt. Es gibt 4 verschiedene Sets und ich glaube, der Unterschied ist nur hier an diesem Pinüppel, ne? Also Mint, Lila, Hellgelb, Rosa und dann mache ich das Mintfarbene mal auf. Das sind Taschen, also Giftbags, Geschenktaschen, 14 mal 21 mal 9. So. Und die zeige ich euch jetzt mal. Oh, die sind echt niedlich. Ne? So, die kann man. So. Oh, da ist auch echt hier. Guck mal. Ne? So, ist da Seil mit dran? Steht da irgendwas bei? Geschenktasche. Nee, ich sehe jetzt mal nichts. Nee, ich sehe nichts. Aber ist ja nicht schlimm. Als wenn wir nicht genug Seil hätten oder Schleifenband. So sehen die aus. Mega. Kann man natürlich auch gut mal auseinandernehmen, um sie nachzubasteln. Das können wir eigentlich mal machen. Ich entschuldige mich hier nochmal zum Schluss für das, wegen des Lichts. Für das Licht. Ja, hier ist halt dieser Sticker drauf. Kann man zukleben und kann das ja,
um Geschenke zu verpacken oder sonstiges und kann das ja nach Herzenslust und Laune dekorieren. Mega, finde ich total cool. Ja, finde ich total klasse. Ja, ich glaube, ich habe alles gesagt. Eigentlich hatte ich, bevor ich das hier gedreht habe, schon den Abspann mit ganz viel Laber, Laber, Laber gedreht. Das lasse ich jetzt weg. Ich sage jetzt nochmal vielen Dank fürs Ansehen, fürs Liken, für eure lieben Kommentare. Auch wenn ich sie nicht beantworte, da fehlt mir leider die Zeit. Ich lese sie alle und ich gewöhne mir jetzt auch wieder an, die Herzchen zu geben, damit ihr wenigstens seht, ich habe sie gelesen. Und glaubt mir, eure Kommentare, da geht mir das Herz auf. Auf jeden Fall bei 99,9% der Kommentare. Vielen, vielen lieben Dank und wir sehen uns. Bis dann. Macht's gut. Bleibt gesund.